So, willkommen meine lieben Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense. Wir sind mittlerweile schon echt Rang 41, das ist gar nicht so wenig, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, welcher Rang überhaupt Maximum ist. Aber irgendwann sollte es ja mal Schluss sein mit den ganzen Upgrades. Und hier haben wir unseren, bam, $65, woo, Richie Rich sind wir jetzt. Gut, Affenlabor kann man, glaube ich, noch nicht viel machen. Ich würde gerne meine Angriffsspeed wieder erhöhen, deswegen brauchen wir jetzt noch ein paar Münzen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Tagesherausforderung. Und zwar in der leichte Tages. Schauen wir mal uns mal an, was hier kommt. Rose, weil das ist diese mit dem UFO gewesen. Bananenplante. Das war gefährlich, ist das, glaube ich. Sollen wir es wirklich machen? Nee, lass mal. Bin ich jetzt irgendwie gerade nicht so scharf drauf, muss ich sagen. Mittel? Ach Gottchen. Ach nö, ich mache jetzt lieber meine Mission weiter. Meine normalen Maps. Aber habe ich gerade Lust auf die normalen Maps. Maps, 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 Maps. So, Pyramide, dann haben wir ja Sandwüste, Lavafälle. Alles fertig, alles fertig, alles fertig, alles fertig, alles fertig. Slalom. 85, 87, 87 und 50. Und dann würde ich sagen, ja, schwer und platzbar. Ab Platz so Lipse und so weiter und so weiter. Rang 42 gibt es Luft ablassen. Ich weiß gar nicht, was das macht, aber okay. Wahrscheinlich haben wir unendlich viel Geld und können die Gegner einfach mal putt machen ohne Ende. Wobei es bei Sandkasten, glaube ich, war hoch. Wollte ich gar nicht. Gut, machen wir erstmal noch leicht wieder. Wie gesagt, später kommt dann alles auf normal, auf Mittel und so weiter dran. Und dann werde ich ja sogar noch Schnellstrecke später haben, damit ich die ganzen ab 25 schon mal anfangen kann, damit ich hier nicht die ganze Zeit 1 bis noch was machen muss. Gut, dann würde ich sagen, wo fangen wir denn an? Irgendwas Neues mal wieder. Die Leute wollen ja mal was Neues sehen. Und dann schauen wir mal einen Boomerangwerfer. Setz mal einen Boomerangwerfer hin. Das untere brauchen wir noch nicht. Dann schauen wir mal. Mir wurde gesagt, oh, der Boomerangwerfer ist so ultra geil. Mach den mal, nimm den mal. Und Leute, wie gesagt, wenn wir verlieren, dann seid ihr schuld. Weil ich was Neues ausprobieren muss. Dann seid ihr sowas von schuld. Glyphenwerfer. Wirft schärfere, schnellere und größere Glyphen anstatt Bumeränge. Ja, Glyphen sind cool. Ich habe den ja schon mal gehabt auf Maximalstufe hier bei dem einen, wo ich getestet hatte, bis hohen Stufe hast du nicht gesehen. Ja, ja, da fängt sie mich schon wieder an. Ein Beschiss ist das hier schon wieder. Naja, okay, ich muss hier ein Dings hinsetzen. Das ist mein Dings hin. Ja, was nehmen wir jetzt? Ninja brauchen wir ein bisschen was. Eisturm, ich weiß nicht mal, was der Eisturm überhaupt macht. Er friert die Gegner ein. Super. Ich würde einen Bombenturm gerne hin platzieren. Naja, guckst du an, das ist einfach ist ein bisschen dumme Gegend hier für ihn. Pam. Geplatzt ist das. Dann machen wir den Ninja-Affen hier hin, ist okay. Den packen wir hier einfach mal hin. Und der macht das schon. Ja, nein, so ein Boomerangwerfer schafft es einfach nicht. Der ist nicht stark genug. Ja, hier Glyphenabprall. Glyphen von automatisch von Blumen zu Blumen. Muss man gerne machen. Gucken wir dann gleich mal, wie es aussieht. Der Ninja-Affe sollte es ja hinkriegen, die restlichen kaputt zu machen da hinten. Und Blei kommt ja eh erst, oder Eis, ja doch, hier war Wasser gewesen. Achso, Eisballons, okay. Das ist natürlich unnütz für mich, weil ich ja eh keinen Eistower da hinsetze. Wobei, kann man mal probieren. Ein Eistower einfach da hinsetzen, dann vorne, sobald wir den Glyphenabprall haben. Dann setzen wir so einen Eistower da unten hin. So, 400 und der hat schon 187 und 90 und hat 200 kaputt gemacht. Ja, der ist schneller. Schneller über den Boomerang-Affen, wie er gucken kann. Bam, kaputt machen, alles putt machen. Nicht mehr viel. Genau, zwei Glieden umkreisen dauerhaft den Turm. Okay, wenn wir getroffen haben, dann, ja, dann geht er halt weiter auf die anderen. Ist ja aber auch logisch. Ist ja halt eine Glyphe.
Zack, glühend heiße Ringe. Feuerrote Boomerangs können Bleibeloons platzen lassen. Wisst ihr, das war's gewesen, was ich auch noch brauchte. Also machen wir ein Eisding jetzt hier, ein Eisturm. So, macht ihr überhaupt was? Ich glaube nicht, oder? Doch, er lässt sie platzen. Oder? Ja, deshalb lässt sie auch platzen. Okay, bewegen sie auch nach dem Auftauen langsam. Verlängert die Zeit, dass sie langsamer sind. Ja, ja. So, zack, einfrieren leicht gemacht. Lässt bei... Ach, Mann. Lässt bei jedem gefrorenen Blut eine Schicht platzen. Super kalte Ausstattung, die alle Blumen in seinem größeren Umkreis langsam macht. Machen wir das noch. Wenn was? Huch. Mehr, oh, man kann sich mehr Leben kaufen. Ist ja interessant, wenn man hier oben drauf klickt. Spannend, spannend. Wusste ich gar nicht. Krass, wir können jetzt für 300 Dollar... Habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist natürlich extrem teuer. Lass mal. Die Eisbrocken sind cool. Wenn gefrorene Bloons platzen. Wir müssen jetzt gleich mal ein... Ne, Tarnding, das haben wir ja hingesetzt. Fuck. Zu schnell. Too fast. Ja, mein Ding ist natürlich noch auf Stufe 1 hier, mein Ninja. Das ist ja klar. Der muss dann noch ein bisschen schneller werden. Ah, okay. Ne, die werden doch nicht, die werden nicht gedamaged, die werden wirklich freeze. Also, die bleiben halt stehen. Ist ja auch nicht schlecht. Auf jeden Fall sehr cool. Ha, im wahrsten Sinne des Wortes cool. Eisbrocken würde ich ganz gerne machen. Da mein Boomerangwerfer sie ja eh kaputt macht. Könnte spannend werden. So, Blitzschlag brauchen wir trotzdem noch. Ja, machen wir gleich mal erstmal den Blitzschlag. Wow. Bleiballons können eingefroren werden. Krasse Sache. So, und jetzt kann man den Dings machen. Den Eisdingens da. Hier, den Eisbrocken. Ja, doch, schon ganz okay. Schon ganz cool. Vielleicht hätte man jetzt weiter hinten hinsetzen sollen in die Kurve. Hätte vielleicht ein bisschen mehr gemacht, aber ist okay. Klick, 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 wie es immer sich anhört, wenn die Eisballons platzen. Okay. Eisbrocken. Wow, sieht das krass aus. Fähigkeit friert alle Blumen auf dem Bildschirm vorübergehend ein. Ja, natürlich, Dingensen hier, ne? Ist ja klar. Muss ja sein, jetzt kommen Tarnballons. Jetzt kommen die Tarnballons. Affen sind im Maul gleich noch. Batsch! Batsch! Alter, das ist krass. Seht ihr die Eisennägel hier? Das ist krass. Affensinn. Und dann würde ich sagen, pack mal gleich den Superaffen hin, sobald wir den haben dann gleich. Doppelschuss. Wir brauchen den, ich werde den Superaffen hier hinpacken, hier so. Sollte man durchaus machen. Hüte dich vor Runde 42, weil da irgendwas kommt. Zumindest kein Moab. Moab kommt mit 46. Das weiß ich. Na dumm, dass hier hinten so es anfängt. Hier ist immer halt hinter dem Geld. Schade, dass man nicht auf die andere Seite packen kann. Wie konnte man das, glaube ich, ne? Ah, hier irgendwie so. Ne, auch nicht. Irgendwie war es mal auf der linken Seite. Ging das auch mal. Ist aber egal. Wir können unseren Superaffen gleich hin platzieren. So, da ist er. Ey, komm, platziere dich hin. Platziere dich hin. Immer hier auf den stärksten. Der geht auf den stärksten. Wobei, nee, der geht nicht auf den stärksten. Das ist okay. Also erstmal Laserstrahlen. In 6 Runden kommt nämlich schon unser Moab. Das ist nicht so toll. Aber bisher sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass sich den Moor einfrieren lässt, oder? Ein gefrorener Riesenzeppelin. Aber mein Superaffe ist jetzt schon auch wieder am Start. Der packt das schon, denke ich mal. Lunize können wir auch noch skillen dann für 5 Shurikens. Aber erstmal kommt mein Superaffe höher.
erstmal das Superaffe. Oh, der Eister, er kriegt ja gar keine Erfahrung. Warum das denn nicht? Ist ja nicht so cool. Wow, 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 wow. Okay, mein Ninja kann auch noch zuschlagen. Ah, es war Runde 42 gewesen. Sehr, sehr viele Tarnballons. Ballons. Tarnballons. Keramikballons. Yay. Mehr Money, mehr Money. So, wir brauchen nur noch 1000 für Plasmastrahlen. Dann hat, glaube ich, der Mob auch nicht mehr so wirklich was zu lachen. So ein Superaffe ist schon cool. Der erledigt schon eine ganze Menge. So, nächste Runde. Ist es soweit? Der hat immer noch keine Erfahrung bekommen. Warum denn nicht? Warum kriegt der Scheißton keine Erfahrung, Mann? Ihr Arschis, ihr. Er hat schon 3600 Ballons geplatzt. Krasse Sache, ey, wirklich. Nicht gerade wenig, muss ich sagen. Ja, kriegt aber keine Erfahrung, leider. Müsste ich mir einen zweiten Eisturm hinbauen, aber es ist jetzt auch egal. Okay, wunderbar. Mein Dings hat sie zurückgeschlagen. Mein geiler Ninja-Affe mit Ablenkung ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Skill. Huch. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Skill. So, was braucht man denn noch für Stufe 50 dann? Weiß ich gar nicht. Bringt sie überhaupt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Vielleicht noch ein Eisturm, aber ne, lass mal. So, okay, er kriegt aber trotzdem keine Erfahrung. Das Arsch, den kriegt keine Erfahrung. So, der kriegt noch eine Atmung des Drachen. Damit alle schmelzen, die in der Nähe kommen. So, ist ja so noch eine Runde. Cool. Kann man da wirklich noch einen Phönix vielleicht skillen? Ich denke mal schon, dass das möglich ist, Alter. Piu, Phönix. Phönix aus der Asche. Und die Spezialagenten müssen wir irgendwann auch mal wieder einsetzen. Aber halt nicht bei leicht. Leicht ist zu leicht. Leicht ist zu leicht. So. Juhu. Ja, ist natürlich dumm, wenn da hinten das ganze Zeug ist und mein Phönix hier rumkraxelt da hinten. Zwei Münzen wieder. Yay. Mir wurde auch schon gesagt, dass ich mich immer so toll wie über die Münzen freue. Ja, ich finde die Münze total toll, muss ich sagen. Ich liebe die Münzen. Ich würde sagen, wir skillen uns das gleich mal wieder. Ja, komm, Angriffsgeschwindigkeit dazu. Ganze 2% Speed dazu. Holy shit, 3% gibt es dann. Wow, aber 18 Münzen. Muss ich wieder 9 Level spielen jetzt. Krasser Shit. Krasser Shit. So, Schlangenfluss. Das kann ich auch noch nicht. So, 2, okay. Kann ich hier meine Dings reinsetzen? Ja, kann ich, aber hier nicht. Okay, wunderbar. Also, nicht so wunderbar. Hier unten könnte man so... Naja, ist aber auch doof. Das ist nicht so toll. Naja. Pack mal wieder einen Ninja-Affen hin. Ninja-Affen, finde ich, muss einfach sein. Ich weiß nicht, aber ohne Ninja-Affen komme ich einfach nicht klar. Der ist einfach zu gut. Kann man nichts gegen machen. Ob Nagelfabriken eigentlich jetzt auch auf die Ballonstrecken Nageln setzen? Oder ob die nur auf das Grüne setzen? Eine gute Frage. Ist aber auch egal. Wir werden hier auf jeden Fall die Kanonenboote und sowas hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wen ich überhaupt noch skillen muss. Ah, okay, Affen-U-Boot hat noch sehr, sehr wenig Erfahrung. Den werden wir gleich mal hinsetzen. Aber ich könnte sie auch hier unten hinsetzen. Weil sie kam ja später so ein Skill-Top-Spionage. Wobei, ach, wir setzen ja. Konnte ich den nicht gerade hier hinsetzen? Doch, hier ging doch gerade da. Oh, weißt du, wo ich ihn gerade setze? Was dann? Ach, kacke, ey. Gut, ja, wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, skillen. Skillen wir einfach mal. Wir setzen einfach zwei, drei Stück dahin. Und dann passt das schon. Setzen wir unten noch einen hin. Na, obwohl. Das ist nicht so toll. Wobei, ist egal. Die können später, wie sie sowieso alles angreifen. Kann man durchaus hier hinsetzen, ist okay. Hier, Top. Nee, Top-Spionage ist ja noch nicht. Das kommt dann erst später. Lass mal also erstmal ein bisschen Geld sammeln, bevor wir die U-Boote aufrüsten. Weil die brauchen auf jeden Fall noch mehr Erfahrung. Weil die haben gerade mal 2-1. Und die brauchen noch einen höheren Zweig. Oh, da ist Top-Spionage.
Zwillingskanone. Wir machen das mit hier meinen Ninja-Affen weiter, falls sie wirklich durchkommen sollten. Ich kann hier vielleicht auch noch so einen Pfeilaffen hinsetzen, damit die ganzen halt wirklich über die gesamte Map angreifen können, zumindest das Affen-U-Boot. Das hier unten werde ich mal auf Zwillingskanonen schon mal raufhauen, damit das schon mal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt levelt, wenn ich auch die noch nicht sehe. Also hier habe ich dann noch XP zum Freischalten. Ob sich das vorher schon gelevelt hatte, aber muss ja. Sonst hätte ich ja die Erfahrung nicht. Stacheldrahtpfeile. Zwillingskanone gleich auch noch. Auf jeden Fall cool, aber wir können immer noch keine Bleibonus platzen lassen, glaube ich, durch die Dinger. Noch, glaube ich, geht das nicht. Da würde ich sagen, packen wir einfach mal einen Magier-Lehrling hin. Hier hin. Ja, setz mal den hier hin. Pack mal den hier hin. Immer auf den stärksten gehen. Siehst du jetzt komischerweise? Achso, wenn der Dings zu weit rechts ist, dann. Hier zum Beispiel geht es wieder rechts und hier müsste auch wieder links sein, genau. Aber wenn der zu weit auf der rechten Seite ist, dann platziert sich das auf der anderen Seite. Mit dem Interface. Gut. Top-Spionage. Ne, Zwillingskanon erstmal. Guck mal, da ist gleich ready, der Skill. Sehr gut, da will ich vielleicht noch ein paar mehr hinsetzen. Ah, der hat natürlich einen besseren, wesentlich besseren Schuss nach oben. Der hat, muss immer rechts, links gucken. Warte mal ganz kurz, was macht das eigentlich? Luftdetonationspfeile teilen sich beim Aufbau in drei Pfeile und erhöhen so die Kraft zum Platzen lassen. Cool. Nächste Runde. Levelaufstieg, Affen-U-Boot. Luftdetonationspfeile teilen sich beim Aufbau in drei Pfeile und so weiter. Haben wir ja schon gehört gerade. Zack. Was haben wir da unten? Eine ballistische Rakete sucht sich jetzt hier über jede Entfernung und richtet bei Bloons der Keramik oder Moab-Klasse zusätzlichen Schaden an. Krasser Shit. Wow. Das sieht ja geil aus. Piu, 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 piu. Das sieht cool aus. Dann machen wir noch Top-Spionage bei allen dreien. Affensinn, genau, ich wollte gerade Affensinn machen, weil ich dachte, irgendwo kommt noch mal ein Tarmalon. Aber da war es schon zu spät, ist doch egal. Mein Ninja-Affe kriegt das auch schon hin. So, die haben alle schon Top-Spionage, machen wir bei beidem. Was ist das nächste dann? Aktiviere mit der Zieloption das Abtauchen, um darauf Tarnlungs und dessen Umkreis zu entblößen. Cool. Ja, wie gesagt, die können jetzt überall hinschießen, selbst der kann jetzt da hinten angreifen. Solange sie halt in der Range sind. Und da werde ich vielleicht gleich noch hier noch so ein Affendorf hin platzieren. Damit die so ein bisschen die Range erhöhen. Ach, ärgerlich. Aber dennoch down. Ja, der Affenlenny kann halt hinten erst kaputt machen. Das geht vorher noch nicht. Klick, 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 klick. Ach, okay. Wo hier gerade ein Pfeil irgendwo aus dem Nichts kam. So, ich kann dem auch einen Buff geben. Ich meine, vom Dings her. Wobei, geht es hier oben auch noch? Mal gucken. Vielleicht das Affenleuchtfeuer hochskillen. Zack. Und eine erhöhte Range. Coole Sache. Und jetzt sollte ich für mein Dings sparen. Für meinen Superaffen. Weil vielleicht sollte er erstmal einen Blitzschlag kriegen. Der erstmal einen Blitz. Ach nee. Nicht schon wieder ihr. Ja. Sehr eintönig das Level gerade. Mit den Tarnballons. Und wie gesagt, wir sollten jetzt erstmal einen Superaffen skillen, ansonsten wird das ein bisschen schwierig. Erstmal Doppelschuss und Ablenkung. Gut, jetzt aber kommt der Superaffe dran. Affensinn. Damit der Magier hinten kann, was kaputt machen kann. Aber jetzt kommt wirklich der Superaffe dran, jetzt kommt er. Der fehlt nur noch 2, 2, 1, 2 fehlt nur noch. 1, 7. Ich muss sagen, die U-Boote sind cool. Sind sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Dinge. So, dann brauchen sie bis zum, ach du Scheiße, erstmal das obere dann. Dann können sie auch Tarnballons entdecken. So, und jetzt müsste mein Dings gleich frei sein. Mein Superaffe.
Von der Ranger wird das natürlich extrem geil, weil die einfach dann unten auch noch angreifen können. Super Reichweite Affenohr und Abtauchen unterstützen. Aber das wissen wir jetzt schon. So, Abtauchen unterstützen könnte man machen, aber wir brauchen das. Brauchen wir das eigentlich? Wir brauchen das eigentlich gar nicht, weil wir haben ja jetzt schon diesen Skill. So, super Reichweite erhöht. Das heißt, da unten können die auch angreifen, die Affen-U-Boote. Falls da irgendeiner durchkommen sollte. Da sollten. Was ist eigentlich der günstigste Turm? 170 müsste das sein, ne? Der Dingensen da. Glaube schon. Genau. Der hatte hier die Ranch. Da würde ich gerne hier hinten so einen Affen platzieren. Damit die U-Boote da hinten angreifen können und hier aus. Genau so. Warte mal ganz kurz. Genau. Da auch noch. Und am besten ja auch noch so. Damit sie überall angreifen können, wo die hier sind. Finde ich cool. Gleich wird nämlich noch meine monumentale Reichweite geskillt und dann geht's richtig ab. Nach meinen Laserstrahlen. Gleich kommt Runde 42. Ja, ich muss sagen, die U-Boote, die hauen schon ziemlich gut rein. Ja, ist cool. Die Range ist so krass. Ich liebe den Superaffen. Hä, man hätte den Superaffen vielleicht hier hinten hinsetzen sollen. Egal. Das macht nichts. Ja, das Dings kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, diesen Skill hier unten. Zumindest nicht in diesem Part. Oh, da können meine Dings angreifen. Wunderbar, auch wenn da hinten die... Nur die normalen Affen sehen, wobei wir ein bisschen die Ranger hin könnten. Dass jeder einfach mal so durch 75 noch ein bisschen mehr Range kriegt. Heißt also, meine Dings können noch weiter angreifen. Das ist sehr cool. Plasmastrahlen. Der geht auch um wieder am stärksten. Danke. Der genauso wie der hier. Der ist schon. Gut, sollte also kein Problem sein. Jetzt kommt gleich der erste Warp. Der wird einfach mal von meinen U-Booten auseinandergerissen. Wie viel haben die schon kaputt gemacht? 5, 6 und der hat 4, 3. Also sieht ganz gut aus. Machen wir das mal noch. 15% schneller angreifen. Wunderbar. Heim Warp. Alter, wie auseinandergefetzt wird. Nix konnte machen. Hey, die U-Boote haben schon viel was drauf. Das ist cool. Das ist halt das Gute, die können wirklich über die komplette Map schießen. Wenn sie natürlich jetzt noch diesen Skill hätten, wäre es total geil. Aber man sieht schon, wie extrem viel Erfahrung das braucht. Dementsprechend ist sie natürlich auch stark. Aber wahrscheinlich auch extrem teuer. Wahrscheinlich so, würde ich sagen, wieder 5 bis 10.000. Aber ist ja kein Ding. Wir können gleich unseren Robo-Affen sogar skillen. Und wir machen Blue Knee zu. Naja, machen wir den Robo-Affen. Schon ewig nicht mehr gehabt, den Robo-Affen. So geil. Piu, überall hingeschossen. Der Robo-Affe regelt, müsste mittlerweile auch schon fast 6-2, 6-3, okay. Den hat er zumindest schon mal überholt. Genau, der hat auch gleich überholt. 7-1, ja, der hat nicht überholt. Das ist einfach der Robo-Affe. Weil generell der Super-Affe macht einfach so viel. So viele Kugeln schießt er, kann einfach keiner was dagegen machen. Gut, 150, 2 Münzen wieder. Und da sind wir. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit den 1000 Dollar? Hier die Ninja-Schule. Für 1750, glaube ich. 1750, genau. Erschafft ein Schattendubel eines Ninjas, aktivierte Fähigkeit. Und wollen wir ganz kurz zu. Superaffen-Versteck. Toll, abgekostet um 5% reduziert. Erhöht Reichweite um 10%. Superaugen können Tameluts entdecken. Ein Geheimnis für den Tempel des Affengottes. Das ist natürlich nicht so toll. 10.000 Dollar werde ich dafür auch nicht ausgeben. Erhöht die Kosten für Lehrlinge und Upgrades. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Aber na gut. Ich würde sagen, Leute, das war's für heute mit einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mit irgendeiner Turmkombination angreife, dann gerne in die Kommentare schreiben. So 3, 4, 5 Tower. Und dann schauen wir einfach mal, wie es abgeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.